MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreis. Ja, und herzlich willkommen hier wieder bei Agratech Multigaming. Wie versprochen, wieder mit einem weiteren Video von uns, wie der Amazone Düngestreuer dann in Action aussieht. Wir gehen da mal unsere Felder jetzt düngen. Oh, Blinker haben wir auch, also können wir sie auch nutzen. Da ist der neue KI-Verkehr zu sehen. Ach, falsches Menü, so rum. Jetzt sieht man auch die neue Physik, also man kann hier nicht mehr mit 60 auf Deutsch hochknallen, das geht nicht mehr. So, dann gehen wir gleich mal auffüllen, würde ich sagen. Hoppala, da ist ein Hügel drin. So, Taste R zum Auffüllen, wunderbar. Man hier aussehen kann, dass er so minimal runter geht vom Gewicht her. Das ist auch echt nice gemacht. Also man sieht richtig, dass das Ganze gefüllt ist. Also ich werde jetzt nochmal ein Gewicht mitnehmen. Düngen wir mal das fertige, geerntete Feld. Ne, einmal durchschalten, so. Also der streckt immer noch extrem weit in dem Sinne. Was auch cool ist beim Düngestreuer, die Platten gehen nicht sofort aus, sind still in dem Sinne, sondern wir sehen das gleich mal, wenn ich ausmache hier mit dem Feld. Die rollen sich noch aus, das ist schon echt nice gemacht. Ja, und den neuen Limiter, der ist ja per Taste 3 zu aktivieren. Und dann kann mir dazu erst 1 und 2 das Ganze hoch und runter regeln. Mit der 1 geht es nach unten und mit der 2 geht es dann nach oben. So, wenn wir den auch hier mal fertig düngen. Kollege, ich kriege jetzt ein bisschen Düngersteuer ab. Nehmen wir die Wiese gleich ein bisschen mit. Also doch, der hat echt einen extrem weißen Auswurf über das Partikelsystem. Kommt das hier überhaupt an? Ja, kommt. So kann man es ja am besten sehen. Aber das kann ja jeder in dem Sinne. So, dann haben wir das Feld auch fertig gedüngt. Kleines Stückchen. Fertig. So, dann fahren wir mal zum Nachbarfeld.
zu den Kollegen da hinten. Ja. Ob der Kollege dahin schon fertig ist mit dem Grubbern. Hier haben wir jetzt gerade mal eine Verkaufsstation. Einen schönen großen Unterstand. Der Kollege ist da noch am Grubbern. Aber das macht ja nichts. Sieht man auch die Reifenspuren besser beim etwas dunkleren Untergrund. So, der Kollege geht oben ein bisschen Düngerstreuer ab. Das sieht schon sehr cool aus. Das Feld ist dann auch fertig. So, und dann fahren wir mal zurück zum Hof. Wir haben ja 56% haben wir noch drin. Jetzt mal eine Runde in Ansicht. Da sind wir dann auch schon wieder bei unserem Hof. Stellen wir jetzt hier komplett ab. So. Die Seitenspiegel verraten hier einem nichts. So, hier sieht man einen richtig schönen dreckigen Schlepper. Ja, fleiß getarnter Gruberarbeit. Auch von innen sind Fußabdrücke drin. Die Fensterscheiben sind auch dreckig. Ja. Der Kollege ist fertig hier. Dann können wir den ja schon mal zu den anderen schicken.
Kollege da oben gleich fertig mit dem Kobalt ist, setzen wir den hier unten an. Dann lassen wir da auch wieder Raps drauf. Also Innenansicht macht jetzt auch Spaß, dank dem Spiegel. Was ich mir gewünscht hätte, wäre jetzt hier vielleicht noch Blinker, wenn man blinkt, in dem Sinne. Auch davon innen was sieht. Die Hupen, ja, sind irgendwie billige Autohupen, finde ich persönlich. Hätte man richtige Traktorhupen nehmen können. So, Kollege, bekommst du jetzt Besuch von mir? Gut. Und ab geht's. So, der hat auch nur noch, ja, nur noch zwei Bahnen werden, glaube ich. Ja, kommt gut hin. Also der Untergrund passt jetzt auch irgendwie zum Partikelsystem, vorher hat das irgendwie nicht gepasst, dieses Helle. Das ist schon cool. Ja, was ja auch neu ist, das Randgras kann hier nicht mehr weggekrubbert werden. Das ist extrem gut für die Verschönerung einer Map. Kann zwar gemäht werden, aber nicht gekrubbert. Oh, jetzt bin ich schon wieder in die Taste gekommen. Also auch der Gruber hat schönes Licht. Sogar die Warnblinker sollte man sehen. Das ist schon ein Traumbild. Was ja hier auch cool ist, jetzt hier bei dem Drescher, die rundum leuchten. Die sind jetzt neu, die sind jetzt global, werden die geladen. Das heißt, man kann sie auch anmachen, ohne dass ein MP was ruckelt. Das ist schon echt cool. Gut, dann ist er jetzt hier fertig. Wunderbar. Dann hinterlassen wir noch mal ein paar Spuren auf dem Ackern. Also man sieht ja hier gerade frisch gekrubbert, alt gekrubbert. Also das ist schon echt very nice. Immer diese Sonntagsfahrer hier. Da kann man sich schön den neuen Verkehr anpassen, das ist schon very, very nice. Ich würde sagen, im nächsten Video seht ihr dann, wie wir den Gruber wieder ansetzen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, kommentiert, was wir noch so Schönes
modden können, kommentieren können. Alles klar, bis dann. Tschüss.